Chihiros Zauberreise, das fliegende Schloss. Ja, das wandelnde Schloss, ganze Geschichte. Nicht, dass ich mich da auskennen sehr würde und die gucken würde. Nein, überhaupt nicht. Nein, also ich habe am Anfang habe ich auch gedacht, hier, das ist alles quasi das gleiche wie dieses wandelnde Schloss, weil das ist ja schon ein Kinderfilm, relativ. Ja. Dass Prinzessin Mononoke halt mal eine ganz andere Hausnummer ist, das habe ich erst durch meine Freundin mitbekommen. Hat sie weil die halt meinte, gezwungen? Komm, wir gucken den mal an. Und ich, ja, Alter, ja, Schatz, wir gucken den an. Lass uns den gucken und dann, Alter, wie das gezeichnet ist, dieser von Pestilenz und Bösartigkeit vergammelte Eber, dem überall die Würmer aus dem Gesicht krabbeln. Und auch, wie heißt sie denn? Narnika? Im Tal der Winde, oder wie die heißt? Mit diesen fiesen Käfern. Ich meine, das ist nicht von Studio Ghibli, aber das ist auch ziemlich geil gezeichnet einfach. Und das sind auch wirklich keine Kindersachen mehr. Mhm. Also Prinzessin Mononoke, ha, da müssten meine Kinder schon ein bisschen älter sein, bis ich ihnen das mal sage, hier, kannst du mal gucken. Ja. So, haben wir noch eine Question more? Ja, ich bin noch dabei, meine Pumpenteile. Hast du die Erde gesammelt? Ich habe meine Erde. Na gut. Ich brauche noch Pumpenteile. Ich will. Gibt's denn die? Bei welchen? Die liegen hier alle gerade rum. Achso, die liegen rum. Ja, dann geh ich auch eins sammeln. Ja, mach ich doch schon. Ne? Ja, ist meine. Ist eine Ingenieursquest und ich will diesen Extraktor haben. Ah. Ja, der ist geil. Einfach nur geil. Extraktor. Das ist einer der geilsten Gründe, warum man Ingenieur werden kann, weil du da so viel Zeug mitkriegst. Aha. Ich meine, ich kann diese Hydra-Dinger gebrauchen und kann ich halt ein bisschen Leder farmen. Ja, mach das doch. Ja, bin ich. Setz mich hier hin und stell mir ein Feuer hin. Das ist schön. Wenigstens einer, der kann. Bleach ein bisschen EP. Schlau. Mach was für dein Geld, dass du nicht. Genau. Bist. Genau, mach ich jetzt auch. Crytek übernimmt 35 Vigil Games Mitarbeiter. 35? Nicht alle? Nee, nicht alle, den Stamm. Ach ja, da gab's ja dieses. Und alle so, yay, Darksiders! Und Crytek, nö, oder was? Nö, nicht so Darksiders. A passt nicht ins Konzept und B ist halt die Sache, dass ja Crytek bei der Versteigerung, wo sie THQ ausgeschlachtet haben, wie so eine Weihnachtsgans, haben sie das Ding nicht gekauft. Niemand hat das Ding gekauft, die Lizenz von Darksiders. Ja. Und auch bei THQ. THQ ist aber pleite. Das heißt, das war's mit Darksiders. Tja. Schade, schade, Schokolade. Ich meine, vielleicht haben sich viele gedacht, weil Darksiders 2 doch recht schlecht abgeschnitten hat. So, ich hab alle. Ich denke schon, dass es natürlich daran lag, dass Darksiders 2 so verkackt hat, aber Darksiders 3 hätte ja, wenn ich es nach Gerüchten weiß, in Koop bekommen. Da wäre ja schon nochmal richtig was gegangen. Es hätte jedenfalls Sinn gemacht, weil du ja in Darksiders 3 ja die letzten beiden Brüder oder in dem Fall Schwester und Bruder spielen musst. Eben, aber gut. Da, guck mal. Ja. Schön, schön. Ja, eine vollendete Trilogie oder Quadrologie. Ich bin froh, dass wenigstens die Leute von Vigil Games aufgeräumt sind, weil, ja, die können richtig was. Okay. Ja, schade drum. Finde ich gut, dass sie die übernommen haben. Das stimmt, allgemein Arbeitsplätze. Ja. Ich meine, gut, man hätte es vorher machen können, aber dann hätte es halt mehr Geld gekostet, wenn man es bei der Auktion irgendwie das ganze Studio kauft. So haben sie halt nur, ich glaube 35 haben sie geschrieben, mitgenommen. Ich kann die ja abbauen. Schön, hättest du die ganze Zeit machen können, wa? Ja, hätte ich mal machen können, hätte ich nicht beim Feuer sitzen müssen. Ja, hier liegen so viele von den Dingern rum. Ja, ist egal. Von den Dingern, wie das klingt. Ja, so, was haben wir jetzt? Guck dir das so an, was sind denn das? Das sind Dinger. Sporwing. Genau. Ja. Sporing heißt der bei dir? Sporwing. Ach, Sporwing, ja, Spornspinge. Deutsche Übersetzung, yay. Hust, Entschuldigung. Ich kleid, Hust. Wo ist er denn? Da ist er. Aber zumindest gibt es Ruf bei der Fraktion Sporiga. Ja, bei die Pilze. Die Tots. Die Toads. So, schön. Ja. Ja. Crytek übernimmt Vigil Games, das war's auch schon, das wissen wir jetzt also. So, jetzt Freude, ich Freude, Freude. Sollen wir noch? Brutal Legend, jemand hat Steam Patch Notes durchgelesen und da ist wohl irgendwo erwähnt, dass es wohl eine PC-Portierung des Xbox-Spiels, oder weiß nicht, ob es auch PS3 kam. Nur Brutal PS3, Legend. Oder? Ach nee, war es beides, ja. PS3 kam es, glaube ich, auch. Auf jeden Fall. Ich wollte es mir damals holen, aber. Kumpel von mir hat es gehabt. Das Geld, ne? Das liebe Geld. Und es geht halt nichts über Jack Black. Ja. Also, auf jeden Fall. Der Typ, dem würde ich ja schon mal die Füße küssen. Und vielleicht auch mehr. Mein lief doch letztens. Das ist echt ein geiler Typ, ey. Da lief doch letztens gerade wieder schwer verliebt. Na, der ist scheiße, aber. Ja, aber, ja, aber trotzdem, da sieht man auch den Humor von Jack Black. Es sind sehr wenige gute Jack Black-Filme, wie ich finde. Schwer verliebt ist scheiße, Year One ist scheiße.
Nacho Libre ist auch richtiger Rotz. Wie heißt der, wo sie die DVD, die Videothek abfackeln und die Filme nachstellen müssen? Keine Ahnung. Ah, der ist auch so furchtbar schlecht, ey. Also es gibt nicht viele gute Jack Black Filme, aber Tenacious D ist der Wahnsinn. Auch die Band. Ja. So, dahin. Und ja, das wäre natürlich geil. Also das ist für mich ein Instant Buy, wenn das wirklich auf PC portiert wird. Definitiv. Weil da sind so viele geile Heinz mit drin, geile Easter Eggs. Obwohl ich glaube, bei den derzeitigen zu den Zeiten für die PC-Spiele warte ich lieber 2 Wochen, dann kostet nur noch die Hälfte. Ja klar, schon. Gut, bei Steam halt, ich denke mal nicht, dass es generell auf Steam sein wird. Ich denke, sie werden es mit irgendeinem Sale einführen und dann wird es da sein. Ja, ich glaube, ich werde es auch eher über zuschlagen und fertig. Über diverse Händler denn mir holen, wo der günstigste gerade ist. Ja. Aber noch ist Zeit. Ja, auf jeden Fall, da würde ich mich drauf freuen. Also ich habe mir die ersten Minuten geguckt, wirklich vom Intro, wo er da als Rowdy ist und dann plötzlich erschlagen wird und in die Hölle gesogen wird, fand ich schon mal genial. Da gab es, glaube ich, auf PS3 auch mal eine Demo. Irgendwie ist, als hätte ich da irgendwas auch mal von angezockt. Ich glaube, es war halt echt Demo nur, aber fetzt schon. Ist halt so. Ja, Ozzy Osbourne ist dabei, Lemmy Kilmister ist dabei, von Motorhead. Sind alle dabei. Die Musik ist geil. Ja. Super Spiel für Metalheads. Metalheads sind auch bei. Ich würde mir das auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, ich würde es auf jeden Fall auch direkt kaufen, weil Jack Black kannst du gar nicht genug Geld in den Hals stecken. Der Typ, der shut up and take my money. Ja, genau, so sieht's aus. Schweigt und nehmt meine Taler. Aha. Altdeutsch. Ja, richtig. So, Altdeutsch-Memes. Ha, ha, ha. Die sind lustig, mag ich. Naja, manche davon nicht. Hast so, aber lange keins mehr gepostet. Es verlangt sie nach dem Hane. Ja. Lassen wir das. Ja. Haltet ein, es ist die Zeit des Hammers. Oh Gott, ey. Ja. Was steht noch bei euch auf der Liste? Ich habe ja keine. Mohaha. Ja. Hier stehen jetzt noch 2 Sachen. Dann mach du mal. Einmal, dass die Jungs sind ja mittlerweile aus dem Knast, das hatten wir letztes Mal schon, die von Bohemia Interactive. Mhm. Arma. Ja. Arma 3, genau. Arma 3. Und das Spiel wird jetzt verständlicherweise ein bisschen später rauskommen, weil natürlich ein Haufen Produktionszeit verloren gegangen ist. Und diese Insel, dieses Lemnos oder Limnos, wie sie im Original heißt, diese griechische Insel, ein bisschen umbenannt. Eigentlich, genau, die wird umbenannt und wird wohl auch anders aussehen, damit eben keine Verbindungen damit mehr hergestellt werden können und keiner mehr irgendwie rumscheißen kann und rumheult. Dann geht's ja. Also wird komplett umgebaut. Auf der einen Seite, ja, gut, verständlich. Auf der anderen Seite, gut, mir wäre es egal, wenn die Insel immer noch Lemnos heißen würde. Ich meine, das weiß eh jeder, der sich für die Sache interessiert. Oder der zumindest ein bisschen in Gaming Bescheid weiß. Der weiß es eben, ja. Ach, das ist ja gar keine so ein Ding. Egal. Vielleicht hat er Pflanzenteile, die wir brauchen. Yay, 80 grausige Trophäen. Wow. Ja, die Quest wollte ich dann, ja, egal. Ja. Hol ich mir die mal bis nächstes Mal. kann man nicht teilen, wa? Nee. Ich glaube nicht. So, Hydras oder was fehlt noch? Haben wir Lord Kluck fehlt uns irgendwie noch. Warte mal. Was ist Lord Kluck? Boah. Nee, erst die Hydras. Hydras, Fulgorspore ist hier nach oben. Ja, erst nach oben, wa? Gut, dann erst mal oben. Fulgorsporen. Ja, sind das näher. Letzte, was auf meiner Liste stehen würde, wäre, ich habe auf deiner Seite Special Forces Team X gesehen. Wo fliegst du hin? Nach oben. Ihr sagt nach oben. Ist doch gleich hier vorne. Ja. Dann sagt nicht vorne, sagt nicht oben, sondern sagt vorne. Ja, Special Forces Team X von Zombie Studio Micropose habe ich eine Review jetzt fertig gehabt, genau. Und ist halt auch Third-Person-Shooter im Bioshock-Look, also dieses Cell-Shading. Mhm. Team-Shooter. Soweit, weiß nicht, was soll man groß erzählen, ist halt witzig, wer mehr wissen will, haha, könnte Griebel gucken. Nein, ich hab einen Key gekriegt als Presse-Review-Exemplar. Und ich fand, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ein bisschen merkwürdig an der Sache, dass ich konnte es erst spielen, als alle anderen es auch spielen konnten. Mhm. Ich hatte also irgendwie nicht irgendeine Vorab-Version, sondern nur einen ganz normalen Key. Naja, besser als dafür 13 oder 14 Euro zu bezahlen. Ja, das ist richtig. Ansonsten, First-Person-Shooter, ja, ist halt, du hast irgendwie 2 bis 4 Teams auf einer Map und machst ein Team-Deathmatch, Capture the Flag und noch ein paar andere Modis.
und beballerst dich da gegenseitig. Das Ganze ist recht blutig. Sogar blutiger als Borderlands 2, wenn man will. Yeah. Weil der Kopf wegfliegt, wenn du Pech hast. Yeah! Oh, der Kopf fliegt weg. Aber ist in Deutschland uncut oder was? Ich hab jetzt gar nicht geguckt, ob es da eine gewaltgeminderte Version gibt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja meinen Key einfach und fertig. Ja, klar. Ich habe es über meinen normalen Account eingegeben, also hätte ich ja sonst die gewaltgeminderte gekriegt. Ich glaube, es ist uncut. Und... Aber Köpfe wegfliegen ist ja nicht Standard in Deutschland, deswegen... Das nein, Hauptsache, du hast keinen halb zernagten Frauenkörper in einem amerikanischen Bikini. Ja, das ist noch eine andere Sache. Englisch. Ach, die Fulgor Spawn waren hier die blöden Blumen, alles klar. Ja, die Leuchtpilze. Ja, ich kann es vergessen. Ja, was hast du noch? Items sind halt so Sachen hier mit Granaten etc. Waffen sind sogar lizenziert dabei. AKs, Patchenek und... Was stand noch drin? Sig Sauer und so ein Kram. Kriegst für jedes Match kriegst du EP-Punkte, levelst so ein bisschen auf, schaltest mehr Waffen frei, schaltest auch dann unter anderem Hunde frei als gleich mit Level 2. Wo? Hunde? Hunde, ja. Kannst den Hund auf deinen Gegner jagen. Cool. Die sind sogar manchmal echt nervig. Also ist das, was ist das für ein Setting? Jetzt Echtzeit. Steht normal jetzt Straßenkampf. Leute erschießen sich. Straßenkampf würde ich es jetzt nicht direkt nennen, aber ja. Das Ganze hat wohl sogar eine Story ein bisschen im Hintergrund, die ist aber steht eigentlich nur irgendwo in den Dateien drin, das war's. Dass halt eine da ist. Ja, das geht irgendwie darum, dass normale Kriegsführung zu teuer geworden ist und deswegen Special Forces, also die Einsatzteams, in kleine Gebiete eingeflogen werden und dort halt gegeneinander kämpfen. Ja, so viel zur Story. Hust. Richtig. Ja, wenn du das jetzt so erzählst, das klingt für mich jetzt ein bisschen wie Army of Two, Devil's Cartel. Ja, wenn man will. Allerdings halt mit 4 bis 16 Spieler und 2 bis 4 Teams. Ja, okay, gut. Ich habe alle Pilze, ja. Ja. Ja, nicht. Können wir oben mal abgeben, ne? Habe ich gerade schon, dann bleibe ich mal unten. Alles klar. Ja. Ansonsten die Maps, also eines der Features von dem Spiel ist, dass die Map wählbar ist, und zwar die einzelnen Bestandteile. Das soll am Ende eine Kombination aus über 100 Karten ergeben. Es läuft so ab, dass du 3 Abschnitte wählen kannst. Es läuft per Abstimmung, du hast halt vorgefertigte Teile. Wählst deins aus und am Ende wird dann nach der Votingzeit, was die meisten Stimmen hat, das wird dann die Karte. Ah, okay. Ist also immer wieder ein bisschen Abwechslung drin, was ich gut finde. Ja, das war jetzt zum Beispiel Modern Warfare 3 dann auch, dass du aus 2 wählen konntest und die Mehrheit hat dann, die Karte ist dann geworden. Achso, aber ja, aber da hast du 3 Abschnitte und 9 Bausätze, irgendwie sowas. Aha, okay. Also ist schon ein bisschen Abwechslung mit drin. Du hast... Ah, okay. Also du kannst nicht einfach nur aus einer Map wählen, sondern die wirklich einzeln zusammensetzen. So eine Art, ja. Wie gesagt, ich würde es empfehlen, ansonsten halt das Video mal zu gucken. Das Review geht 7 Minuten. Das ist noch, in den Karten liegen nochmal Waffenkoffer rum, das heißt, du kannst da nochmal ein paar andere Waffen benutzen. Da liegen unter anderem Kettensägen, Miniguns und Raketenwerfer. Ja, du hast mich schon. jetzt überleg ich was. Shut up and take my money, ne? Ja. So sieht's aus. Ja, dir habe ich ja dazu schon was geschrieben, ne? Wenn du einen Key haben möchtest. Klingt sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Ich habe es mir auch schon geholt, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Ach so. Ja. Was könnte man sonst? Ja, du kannst deinen Typen so ein bisschen eigens anpassen, Optik als auch Waffen. Hast da 2 voreingestellte, die du umändern kannst und kannst mitten im Kampf, also wenn du gestorben bist, kannst du halt aus A oder aus B wählen. Und statt einem festen Spawnpunkt spawnst du halt bei einem deiner Mitspieler gleich, damit du näher am Gefecht dran bist. Ganz wichtig für das Spiel ist auch das Deckungssystem, was auch ganz gut funktioniert. Du kannst halt mit Leertaste in dem Fall eine Deckung huschen, dich irgendwo hinter eine Wand oder hinter wie nennt man die denn eigentlich, Barrikaden, die überall sind, verstecken, damit du nicht sofort getroffen wirst. Funktioniert alles soweit. Super und ja, also ich hatte Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was mir in meinem Hinterkopf war, ist, ich habe gerade Dead Space 3 da, was ich eigentlich spielen wollte. Ansonsten, kann ich Team X wirklich empfehlen. Für 14 Euro ist es jetzt auch nicht so teuer. Ja, das geht. Ja, ein Block noch. Ja, ich bin Level Up. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung, ich habe mich schon wieder selbst reingepusht. So. Ja, ist doch richtig. Gut. So, das war's. Meine Liste ist durch. Okay.